Hallo Wander- und Outdoor-Freunde und herzlich willkommen bei einer neuen Wanderung mit Palatello Outdoor. Ich bin Sebastian und möchte heute mit euch im Felsenland Südeifel wandern, beziehungsweise im Naturpark Südeifel, die Route 61. Die startet hier in Ferschweiler und ist ungefähr 9 Kilometer lang. Und wenn ihr Bock habt auf eine geile Wanderung, dann kommt mit. Kleine Startschwierigkeit am Anfang. Ich bin hier an diesem Wanderparkplatz gestartet und dann geht man direkt dahinter an so einer Steinfigur vorbei in den Wald. Und dann müsst ihr aber schon links hoch und direkt nochmal links. War an dieser Stelle nicht ausgeschildert, aber ihr müsst euch einfach Richtung Lützenturm halten. Das ist so ein alter Kirchturm, ich denke mal Kapellen- oder Kirchturm, der noch erhalten ist. Und da geht dann wieder rechts ein bisschen zwischen den Häusern durch. Und dann kommt ihr automatisch hier auf diesen etwas längeren Wirtschaftsweg. Ja, und von da aus geht es dann hier über das Ferschweiler Plateau. Ich denke, wir kommen dann auch gleich noch mal ein bisschen Richtung Felsen und Wald. Ferschweiler Plateau ist hier in der Gegend die höchste Erhebung. Und um dieses Plateau herum, also über rechts und links an den Hängen, sind diese berühmten Luxemburger Sandsteine, habe ich euch schon in verschiedenen Videos gezeigt. Ganz bekannt ist eigentlich die Teufelsschlucht. Hier oben noch mal ein Video für euch bei Ernsten. Die gehört halt auch zu diesem Ferschweiler Plateau zu. Ich bin mal gespannt, was man hier davon zu sehen bekommt. Denn es ist ja praktisch die höchste Erhebung und ob man dann gleich auch trotzdem noch schön zwischen den Felsen durchkommt. Jetzt sind wir eine ganze Weile, zuerst über einen geteerten Weg, dann über einen geschotterten Weg. Habt ihr ja so ein bisschen in den Aufnahmen gesehen. Also ich würde behaupten, das waren gute 2 bis 3 Kilometer, also nicht ganz so schön. Und dann ging es hier hinter mir noch über die Kreisstraße rüber, zwischen Ernsten und Ferschweiler. Allerdings muss man jetzt auch sagen, ist hier nicht so dicht befahren. Trotzdem eigentlich doof für so einen Wanderweg. Naja, mal sehen, vielleicht wird es noch mal ein bisschen schöner gleich. Jetzt kommen wir so langsam mal hier an den Waldrand. Direkt unterhalb hier müsste auch der Schweinestall sein, Video hier oben. Und schauen wir einfach mal, was die Tür noch so bringt. Ja, ich stehe hier gerade an einem echt wunderschönen Fleckchen. Also die Felsen noch hier im Hintergrund mal guckt. Rundherum umringt. Weitig geht man hier so durch den Talkessel durch. Ja, leider hat aber auch der letzte Sturm hier gewütet. Die Brücke, ja, die hat ihre besten Tage hinter sich. Ich glaube, da geht man besser nicht mehr drüber. Und da hinten habt ihr auch ein paar Bäume gesehen. Offiziell ist die Strecke im Moment gesperrt wegen Windbruch.
Aber wenn da hinten der eine Baum alles war, dann ist die eigentlich gut zu gehen. Ich muss halt einmal Bein heben, habt ihr gesehen, über den Baum zu kommen. Aber ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich bin zurück in Verschweiler am Wanderparkplatz und damit ist unsere Tour auch zu Ende. Ein kleines Resümee von mir zur Tour. Die Tour hat ihre Vorzüge und ihre Nachteile. Vorzug ist ganz klar ab Ernsten hinten, wenn man dann wieder parallel zur Teufelsschlucht kommt und durch diese schöne Schluchten durchkommt mit diesen Sandsteinen an den Felshängen entlang gehen kann. Das ist ein Ausflug wert, denn es ist wirklich schön, eine sehr schöne Strecke in diesen Passagen. Was nicht so schön ist, ist der Anfang über diese geteerten Wege bis nach Ernsten von hier aus. Das sind gute 2 Kilometer, würde ich schätzen. Und ja, das macht so ein bisschen den Weg unattraktiv. Allerdings muss man sagen, diese Teufelsschlucht, Parallelwege, die nehmen dann alles wieder raus. Die sind wunderschön, also das macht richtig Spaß und da hat man richtig was verpasst, wenn man da nicht durchgehen kann. Im Moment ist die Strecke gesperrt. Angeblich wegen Sturm und Windbruch. Ja, den gab's, aber ich habe nur einen Baum gehabt, wo ich drüber klettern musste.
einziger Nachteil war noch, ihr habt gesehen, in einer Passage, wo ich so über den Bach drüber musste, es hat halt die letzten paar Wochen gut geregnet, ist sehr matschig unterwegs und auch diese Zuläufe der Brunnen, die sind sehr stark angeschwollen und dadurch kriegt man schon mal unterwegs ein bisschen nasse Füße. Alles in allem hat mir die Tour sehr gut gefallen und ich kann halt, wie gesagt, diese eine Passage da wirklich empfehlen. Dafür lohnt sich die Tour, gerade wer so auf Felsen, moosige Felsen und ja, so ein bisschen verwunschenen Wald steht, der kommt da ganz auf seine Kosten auf diesem Teilstück. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Lasst mir ein paar Kommentare da. Bis zum nächsten Mal. Euer Sebastian von Palatilum. Okay.